Na, so, was haben wir das? Haben wir jetzt alle? Ne, wir haben immer noch nicht alle, ne? Wir brauchen immer noch welche. So. Okay. Wo sieht man ein paar Banken? Das wäre jetzt gerade ein schöner Mob gewesen, schöner Sternmob, schöne Belohnung. War aber nichts. Und davon geht die Welt nicht unter, ja, man verliert jetzt dadurch keine 100.000 Gold. Aber trotzdem war es unschön von dem Spieler an sich. So, gleich haben wir sie, die Hügelladung wurzeln. Oh Gott, der hatte nur zwei Stück drin. Na, wir müssen so zu ihr rein. Wir probieren das jetzt mal. Ich habe kein Ziel. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade was schreibt in den Chat, weil im Moment steht hier. Oh ja, jetzt geht's wieder. Das verstehe ich halt gar nicht, ne? Dieses Kräuterkunde. Ich habe es ja geskillt, ja. Benötigt Kräuterkunde steht ja drauf, aber irgendwie kommt aus diesen. Ah, da war jetzt mal was Gutes drin. Das war das erste Mal, dass es wirklich auch Handwerksmaterial war. Sonst kommt da oft graues Zeug raus. So, und was soll ich jetzt machen? Die Wurzel zerstört. Das hat geklappt. Und jetzt öffnet die Tür. Ja. Geht nicht. Okay. Na, bis, ah, ich muss näher ran. Ja. Aha. Ja. Wir haben den Eingang gefunden. Sehr gut. Vermisste Pilger retten. Die müssten hier unten irgendwo sein. Bald bin ich voll bestimmt, oder? Oh, ne, hab noch ein bisschen Platz. So, da habe ich mein Dings. Da habe ich meinen Heiltrank. Ich muss mich mit den Tränken nochmal in Ruhe beschäftigen. Ups. Ich brauche ein Ziel. Ja, setze ich mich erstmal wieder ein bisschen was und regge etwas. Da vorne ist ein Pilger. Der ist da eingesperrt in diese. Oh, diese Option. Der steht mir immer im Weg. Ui. Ravik is Gurana oder so. Sorry, der Nachname war zu kompliziert. Danke für dein Abo. Schön, dass du dabei bist. Hier bei Gary Metatron. Okay, wir haben den ersten Pilger gerettet. Jetzt müssen wir noch vier andere retten. Und noch den Named finden. Was spielt ihr denn heute so? Seid ihr heute bei Lost Ark unterwegs? Oder welches Spiel zockt ihr denn im Moment am liebsten? So, die Hammer. Da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Wir gehen mal da runter. Das Wasser hier sieht irgendwie so komisch aus. Das spiegelt so sehr. Irgendwie crazy. Okay. Der Tourschlag braucht da ziemlich lang, den sollte man immer machen, wenn der sofort funktioniert, also wenn dieser Instant-Cast.
ich versuche immer diese Kräuter-Alchemie-Sache, aber da kommt nichts Gutes bei raus. Immer nur so ein spitzer Stock und so. So, da haben wir den nächsten Pilger. Deshalb verhalten sich die Schöpfungen der Ersten derart. Ne? Also alles diese ganzen Viecher und alles sowas sind alles die Schöpfungen der Ersten, die die Welt gegründet haben. So. Drei Pilger gerettet. Jetzt noch ein Named Killen. Uiuiui. Der scheint hier irgendwo auf uns zu warten. Da ist er. Probieren wir mal. Geschafft. War gar nicht mal so schwer. Hat er irgendwie was Interessantes hier, der Kultivator? Oh ne, leider nicht. So, noch zwei Pilger da oben im Raum. Okay. Also die Phönixflamme macht auch sehr viel Schaden. Die kann man nur benutzen, wenn es ein bisschen eng wird. Deshalb verhalten sie. Ja, hat der auch schon gesagt, der andere. Oh. Das hier sind halt meine Areas, so, ne? Wenn die mehrere Monster angreifen. Und das hier sind meine normalen Zauber. So. Kannst du so viel auseinandernehmen, wie du willst. Sinnvolle Sachen kommen da selten raus. Obwohl, da war jetzt auch nicht. Super, alle gerettet. Und hier soll eine Truhe sein irgendwo. Hä? Wo ist denn hier eine Truhe? Im Wasser? Nee. Über uns. Da. Wie kommen wir denn da hin? Ich kann leider nicht fliegen. Ich kann mal da oben hin. Na, vielleicht da an dem Dingen. Mal gucken wir mal. Vielleicht kann der Prozion uns helfen, der Kleine dabei. Mal schauen. Leveln können wir, ne? Es gibt ja wieder Level 60, 70 und so, ne? Kommt ja dem. Next können wir wieder. Ach, da oben drauf kommen wir. Wie kommen wir denn da hoch? Da sehe ich keine Möglichkeit. Ja, manche Truhen sind hier so ein bisschen rätselhaft versteckt. Da muss man erstmal gucken, wie man da hinkommen könnte, theoretisch. Aber. Hier eine Kugel hilft nichts. Scheint ein Schalter oder so zu sein. Gucken wir mal auf der anderen Seite kurz. Ich muss näher ran. Hier ist doch irgendwas. Hier ist ein dicker Beschützer. Das könnte. Hier ist auch so ein Gang, seht ihr das, der darüber führen könnte? Aha, vielleicht in dem Raum vor. Davor, okay. Hier. Dass man da irgendwie hochkommt. Nee. Sieht nicht so aus.
Manchmal muss man ein bisschen rumprobieren, aber ich glaube, hier kommt man irgendwo hoch. Schade. Nee. Ich finde das Rätsels Lösung nicht. Kennt ihr sie? Wir gehen einfach raus. Bisschen EP noch mitnehmen. So. Das ist das Schöne, dieses Blinzeln, damit kann man sich so ein bisschen wegporten. Dann gibt es noch dieses Unsichtbar machen, damit ist man auch relativ safe. So. Weiß ich nicht. Ja, ich drücke mal den Essensknopf. Ja, da kommen wir auch nicht durch. Nee, keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Okay, Doki, wir sind draußen. Wo sind denn jetzt die NPCs hin? Ach, ich bin schon mal vorbeigelaufen. Hä? Die sind ja ganz woanders jetzt. Die haben sich ganz woanders hingestellt. Die standen vorher da unten, jetzt sind sie irgendwo hier. Okay, Katalysator. Unsere Wombata-Freunde lieben katalysierte Äpfel, aber sie sind nur bei einem Automat zu finden. Könntet ihr welche für uns besorgen? Natürlich. Aha, wir sind in einem neuen Bereich hier unten. Sehr schön. Katalysator, das sind so Tagesquests oder so Bereichsquests, die muss man nicht machen, ja, wenn man EP möchte und dieses Anima und so, dann ist das gut. Muss man aber nicht unbedingt machen. So, die Wurst. Bis zum nächsten Mal. Ja, Pflanzenmaterial habe ich gesammelt. Nehmt ihr mich das nächste Mal mit? Die Wurzeln strotzen so vor Wachstumsenergie, sehr schön. Viel Spaß auf euren Abenteuern. Ich kann euch nicht genug danken, dass ihr all die Pilger gerettet habt. Gerne. Den Kultivator zu vernichten war die richtige Entscheidung. Fertig. Lebt wohl. Sehr gut. Wer ist da? Schlundgänger! Oh, oh. Ich kam sofort, als Golvar mich rief. Wir kamen, Draven. Wir. Okay, unsere Verbündeten kamen hierhin. Was auch immer geschieht, geschieht. Pflanzliche Heilmittel, mit Hilfe der von euch gesammelten Wurzeln habe ich ein Gemisch hergestellt, das die Pflanzen theoretisch in ihren natürlichen Zustand zurückversetzen können. Tötet 30 intelligente Überwuchungen und 6 fleischfressende Überwuchungen. Okay. Nur weiter. Diese Wachstumsenergie ist äußerst ungewöhnlich. Meine Klinge ist euer. Okay, sehr gut. Ja, da kommst du einfach mal mit. Diese Wachstumsenergie ist äußerst ungewöhnlich. Ich würde gerne mehr über die Auswirkungen. Sammel 12 Einheiten. Okay. Gut. Und der hier hat auch noch eine. Das schwebende Konstrukt über uns ist der Schöpfungskatalysator. Ich komme nicht näher an ihn heran. Der Turm ist mit Progenitor. Torenenergie überladen. Der Weg dorthin wäre reiner Selbstmord. In den Gärten gibt es Konsolen, um diese Energie zu entladen. Erledigt das. Okay. Bleibt auf der Hut. Gut, dann wieder hoch kann man nicht. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe kein Ziel. Okay, diese ganzen kleinen Viecher sollen wir einfach killen. Okay.
alles killen, was Blume ist. Den auch. Der hat nichts zu sagen. Und die Ranke? Die war auch nicht richtig. Okay. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Die Kleinen sterben am schnellsten. Die sind schon nicht schlecht so. Damit hat man schnell alles erledigt. Diese verschachtelte Mustersache, glaube ich, brauchen wir uns nicht unbedingt anzugucken. Das ist eigentlich nur so eine Bereichsquest, dass wir hier so besondere Belohnung bekommen. Die Pläne des Kerkermeisters sind eigentlich auch uninteressant. So ist es am besten, erstmal zu sehen, was für Quests offen sind. Genau diese hier. Schwer geladen, ungezügeltes Wachstum und pflanzliche Hilfsmittel. Genau, das sind die drei, die eigentlich wichtig sind, um die Story voranzutreiben. Sehr gut. Ich brauche ein Ziel. So, 30 von diesen kleinen Viechern, das dauert jetzt aber dann ewig. Wollen wir das denn machen? Ich glaube, muss nicht unbedingt sein. Wir haben viele Truhen auf der Map. Das Problem ist, dass wir nicht. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst anvisieren. Ich habe kein Ziel. Und sonst noch jemand da, der WoW spielt, der schon durch Dragonfly durch ist oder so, der sich schon länger damit beschäftigt hat als ich. Ist halt schon lustig, dass ich noch bei Shadowlands hänge, ne? Also ich hänge ja wirklich noch ein Add-on hinterher. Ui, WoW, sagt Aidan. Hallo Aidan, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, genau, wir sind bei WoW unterwegs. Ja, muss ja mal sein, ne? Kann ich den jetzt hier irgendwie aktivieren, den Koloss? Ja, ich wollte jetzt einfach auch mal mit der Geschichte weiterkommen. Und bei Guild Wars 2 bin ich durch. Guild Wars 2, Geschichte am Ende. Ja, bei Lost Ark eigentlich auch fast durch den letzten Kontinent. Oder fast beim letzten Kontinent. Also da bin ich auch bald durch. Jetzt ist wieder WoW dran. Das ist so. Jetzt erstmal Shadowlands beenden. Ich weiß ja nicht. Hast du Dragonfly komplett durch? Hat es dir besser gefallen als Shadowlands? Du zockst du bis zum Burning Crusade. Ja, das ist ja eigentlich nur das erste Add-on, ne? Auf dem Classic-Server. Spielst du so gerne den Classic-Server? Ich kann das nicht plündern. Kann man ja auch hier auf dem Server, ne? Man kann ja auch hier eine neue Figur machen und dann sucht man sich in Sturmwind aus, wo man weitermachen möchte. Also das ist ja auch hier möglich, ja? Man kann ja auch hier die alten Add-ons spielen, indem ihr einfach in Sturmwind seid, ja, in Sturmwind dann spielt und dann geht ihr hier hinten irgendwo hin. Moment, hier irgendwo ist der derjenige, der dann bei der Botschaft von Sturmwind und zwischen der Burg Sturmwind ist, dann derjenige, der euch fragt, welches Add-on wollt ihr spielen? Ja, dann könnt ihr dann sagen, okay, Burning Crusade oder halt Warlords of Draenor oder was ihr spielen wollt, das fragt ihr euch dann. Und dann könnt ihr dann überlegen, in welchem Add-on ihr eigentlich spielen möchtet. Ich habe Northrend genommen, ne? Ich bin außer Reichweite. Ist ja klar. Mit meiner Zweitfigur wollte ich dann nochmal den Lichtkönig sehen. Und die Story noch umspielen in Nordend. Ich brauche ein Ziel. Aber das ist halt ganz schön, ne? Man kann sich dann wirklich die Storyline aussuchen, die man spielen möchte. Ich habe kein Ziel.
einem Private Server. Ah, okay. Ja, das ist nicht so meins. Ich möchte schon irgendwo immer die Geschichte da weiterspielen, wo sie auch wirklich dran ist und wie weit das Spiel dann auch entwickelt ist. Ich möchte alle aktuellen Änderungen, die da ins Spiel programmieren und sich ausdenken, auch immer mitmachen. Und dementsprechend auch die neuesten Gebiete natürlich sehen. Nur wenn ich noch, wie heißt es, so ein bisschen Zeit, Abo-Zeit offen habe und durch die Story durch bin, dann mache ich dann halt auch meine Berufe richtig voran und so. Dann gehe ich auch mal angeln und sowas. Aber das mache ich halt in der Regel nicht. In der Regel kennst du ja hier bei mir, ne? Storyline, Storyline, Storyline. So, wo ist denn jetzt, kann ich hier die Truhe irgendwo sehen? Ne. Muss ich hier wieder richtig schüpfen, damit ich auf die Truhe komme, oder wie war das, ne? Wieder so ein Hüpfrätsel oder so. Ei, ei, ei. Nicht schon Hüpfrätsel. Nein. Ach komm, lass was. Ich gebe schon auf. Einfacher geht es nicht. Ich gebe schon auf. Die Truhe lassen wir mal schön da oben drauf liegen irgendwo. Da in dem Gewusel liegt die. Da liegt sie gut. Da kommt keiner ran. Klaut's auch keiner. Ich tue so, als wäre es mein Schatz, der da oben versteckt. Obwohl ich nicht weiß, was drin ist. Bei Guild Wars 2 gibt es auch so Rätsel, so Hüpfrätsel. Die sind halt echt nervenaufreibend. Hast du denn jemals richtig gespielt, Levi? Also auf richtigen Servern, so komplett mit Abo und Gold gesammelt und sowas alles? Also Ingame Gold. Meine Klinge ist voller Harz. Bei den ganzen Blumen. Meine Klinge ist voller Harz. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Die ist nur die ganze Zeit irgendwelche Blümchen mit mir am Killen. Ich verbrenne die wenigstens noch, ja. Da hat man nicht so viel Harz an der Waffe, aber die hat echt ein Problem. Mit ihrem Schwert die ganze Zeit reinzugehen. Ah, bis Ende Battle for Azeroth. Okay. Ja, dann hast du ja doch lange offiziell gespielt, sage ich mal so. Ja, ich sehe halt immer, wie viel meine Hauptfigur immer noch an Story braucht. Ja, die hat ja noch ein komplettes Add-on durchzuspielen, plus Shadowlands jetzt noch fertig zu machen. Ich sehe halt einfach, dass ich zu viel noch zu tun habe, dass ich gar nicht erst wieder mit den alten Add-ons anfangen möchte. Darum ist für mich ein, ja, wie nennt sich das so, ein Private Server oder so ein Classic Server gar kein Thema. Da ist wieder ein Sterben. Mal gucken, ob wieder ein anderer Spieler uns das wegschnappt. Versuchen wir jetzt gleich mal hinzugehen. Hier oben ist die östliche Konsole entladen. Okay. Da müssen wir. Ich habe kein Ziel. So hell, so fröhlich, furchtbar. Hasst es, wenn die Leute fröhlich sind. Oh, daneben. Hä? Sind die Künstler die ganze Zeit? Was ist das denn? Nicht gut. Die macht nix. Die steht nur rum und guckt blöd in der Gegend rum. Warum ist sie dabei? Ich gehe rein und mache Terror und die stellt sich hin und guckt nur zu.
Stress. So. Hier soll ich jetzt... Ach, diese Konsole da. Jetzt sehe ich sie auch. Wo die ganzen Blumen mal weg sind, sehe ich auch mal, wo ich hin muss. Und der Kleine findet auch die ganze Zeit was, dieser Prozion oder so. Ich weiß noch nicht, was er gefunden hat. Okay. Sehe ich genauso. Zerbrochene. Kann der da jetzt nicht irgendwie helfen? Nee. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich diese Kisten irgendwann mal öffnen kann. Komplett. Boah. Ein dicker Koloss. Ich wollte jetzt schon wie bei WoW hier, wie bei Guild Wars so anfangen, mit meinen Flügeln rumzufliegen, aber das geht hier gar nicht. Ich vergesse das immer. Dass hier gar kein Gleiten und Fliegen gibt und sowas. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Das bin ich halt jetzt schon bei Guild Wars gewöhnt irgendwie. Immer das Rumgegleite. So, das sieht doch gut aus. Der findet da immer wieder was. Was findet der denn da? Aufmerksamer Popokop. 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 Irgendwie muss ich da jetzt hin. Irgendwo ist hier ein Stern. Jetzt versuche ich erstmal den Stern zu machen. Was steht denn da? Gefräßige Überwuchung. Ah, die da. Was muss ich damit machen, damit ich da sterbe? Wenn man da reingeht, killt er uns bestimmt, würde ich sagen. Probieren wir mal. Da ist was. Pralle Wurzel. Ah, die müssen wir jetzt rausziehen. Ja. Okay, hat bis jetzt noch nicht genug geholfen. Da ist noch eine. Genau, da wird er bestimmt nervös. Ihr seid so erfrischend frisch. So. Jetzt. Die Gefressige kreicht vor Schmerz. Kuckuckuck sagt uns, wir sollen folgen. Voll übertrieben. Bei 60%. Und das mit Zeit sehr gut. Sind meine Spiegelbilder weg, dann greife ich nicht mehr. Okay, oh mein Gott. Ach nee, nein, der PC kämpft auch gegen ihn. Das ist gut. Ja. Könnte noch was werden. Schön, dass ein NPC den kennt. Jawohl.
Kosmische Flux bekommen, sehr schön. Ausrüstung kriegen wir dadurch. Das ist nicht schlecht. Okay, von diesen kaputten Dinger müssen wir noch mal ein paar finden. Noch 5 Stück. Oh, da ist noch eine Truhe irgendwo. Die müssen wir auch mal gucken. Ah, die Schiffentruhen da hinten. Ich sehe sie gerade. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, oh. Anima ist immer gut. Das möchte ich noch behalten. Könnte man da wegschmeißen. Die Briefe hier von den komischen Entwicklern. Mal auch. Jetzt sind wir aber restlos voll, du. Müssen wir jetzt aber mal gucken, dass wir ein bisschen was verkauft kriegen hier langsam. Okay. Noch 5 Essenzen und wir müssen irgendwie gucken, dieser Kleine, der findet hier immer irgendwas. Ich muss nur mal gucken, wo er das findet. Irgendwo da oben. Ich habe noch nichts gesehen. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Inventar ist voll. Oh, dieses Inventar ist voll nervt. Okay, Aidan, mach's gut. Schön, dass du da warst. Gehst du jetzt zocken? Erzähl doch mal kurz noch. So. Also bei manchen Sachen weiß ich halt gar nicht, ob ich die jetzt langsam mal wegschmeißen sollte. Macht nicht so viel Sinn, vieles von dem Kram hier einfach immer mitzuschleppen. Weil ihr habt ja gesehen, das Gold, ne? Das sind dann immer 2, 3, 4 Gold. Wir brauchen aber 350.000 Gold. Also bis man das Geld zusammen hat für wieder ein Monatsabo, das wird dauern. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Jetzt finden wir das nicht, das Geld. So, noch den. Nein. Ich brauche ein Ziel. Einfacher geht es nicht. Okay, 9 von 12. Geht voran. Für welches Abenteuer braucht ihr mich heute? Was ist da noch? Okay. Crispin läuft herum. Greift Crispin an, um Apfel abzuschütteln. Katalysiert Äpfel. Wollen wir das machen? Sollen wir den echt mal probieren anzugreifen? Ne, ich glaube nicht, ne? Das wäre übertrieben. Den greifen wir nicht an, nein. Da lassen wir die Finger von. Das ist mir zu gefährlich. Okay. Aber den brauchen wir noch. Ne, die Apfelquest ist eigentlich ja nur für den Bereich so ein bisschen. Braucht man nicht. Wir gehen jetzt mal bei ihm, was er Schönes gefunden hat. Er hat da ja irgendwas markiert. Das ist zu weit entfernt. Überall diese Truhen und nirgendwo kommt man richtig dran. So, was hast du jetzt hier gefunden? Prozi. Irgendwo hier hat er was markiert gehabt. Scheint nicht mehr da zu sein.
Ermutige nach interessanten Objekten zu schauen. Ja, habe ich gesagt. Ja, ich finde gerade nichts. Okay. Wir brauchen auch nur noch eine von diesen Essenzen. Ah doch, da hat er wieder gefunden. Wieder irgendwas findet er da. Aufmerksamer. Ja, dieses hier, aber ich kann das halt nicht öffnen. Was bin denn da? Ich bin nur lebenstot, zerbrochen. Keine Ahnung, was er da immer sieht. Ich kann die Truhe nicht öffnen. Ich bin dafür zu blöd. So. Dann lassen wir die Truhe mal schön Truhe sein. Da ist noch eine schöne Truhe. Im Leben war ich unbesiegbar. Haha. Bin unsichtbar. Er gibt wieder ein Zeichen zu folgen, der klebt. Nee, ist klar. Ich will dir auch wieder folgen. Nicht. Okay. Was haben wir denn hier drin Schönes? Ich mach mal auf hier alles. Er findet immer Chiffren der Ersten. Okay, was haben wir da? Ist ja auch gut aus. Upsi. Meine Klinge ist euer. Wir sind hier hochgepuchtet. Schön. Schöpferkonsole. Können wir nicht benutzen. Aber das war ja nicht schlecht. So ein Port. Sind wir wieder unten. Meine Klinge ist euer. Ja, toll. Jetzt haben wir die Quest wieder halb fertig. Viel Spaß auf euren Abenteuern. So, Pflanzen haben wir erstmal gereinigt. Ja. Aber das war nicht das, was wir machen wollten. Also nicht nur. Noch einmal diese Essenzen. Jawohl. Und jetzt noch die westliche Konsole ausschalten. Meine Klinge könnte die eure sein. Diese dort. Okay. Gleich sind wir auch hier wieder mit den Quests fertig. Ich laufe mal wieder einfach durch. Jeden einzelnen Mob immer zu killen, ist ja doch ein bisschen nervig. Oh. Der hier sieht aber wichtig aus. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Super, was hat Klee nicht schon wieder gefunden? Er hat wieder irgendwas gesehen, wo wir wieder hin sollen. Der hat sich gerade wieder gemeldet. Dieser Potion. Ich kriege den Namen nie richtig ausgesprochen. Super, Konsole deaktiviert. Ach, die kaputt. Ja komm, das Blümchen brauchen wir nicht. Wir gehen die Quest abgeben. Jetzt haben wir die zwei erledigt. Schönes Gebiet.
schöne Gärten hier. Und jetzt haben wir genug hier gekillt. Ja. Fertig. Hört ihr eigentlich was vom Spiel oder hört ihr nur mich oder Taskis? Gut gemacht, Schlutgänger. Dankeschön. Bald erreichen wir diesen Schöpfungskatalysator. Ja, da kommen wir gleich hoch. Ich war gerade schon oben. Und replizierte Essenz. Was auch immer geschieht, geschieht. Repliziert sich schnell, bis sie den Wirt getötet hat. Das ist eher eine Krankheit als ein Geschenk. Okay. Und jetzt noch eine Strategie. Der Plan ist, ich gehe zuerst. Hey, komm zurück! Die wollten den wohl nicht so einfach durchlassen, wie es aussieht. Ui. Ja, dann müssen wir ihm wohl helfen gehen. So schnell kann es gehen. Das war's für den coolen Angriff. Angriff erledigt. Furiose Flora. Die Wächterautomaten werden alles abschießen, was sich dem Katalysator nähert. Okay. Mein Vorschlag, warum nicht Feuer mit Feuer bekämpfen oder eher die Schöpfung des Ersten mit den Schöpfungsenergie der Ersten. Ich könnte meine Theorie noch nicht auf. Trinkt Feos getreu und zerstört die Automaten. Okay. Oh, da gibt es eine schöne Robe als Belohnung. Die sieht gut aus. Ja, dann trinken wir mich das nächste Mal mit. Wohlbekommen. Es funktioniert. Jetzt habe ich eine Aura noch drumherum. Was soll ich damit jetzt machen? Zerstört die Automaten. Okay. Diese hier. Ah, jetzt macht es auch mal Sinn. Okay. Die gleichen Windungen. Ich habe ein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Die großen, ne? Die so. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, damit das nicht so lang dauert, ne? 18 Stück davon sind ja doch ziemlich heftig. Großen Viecher hier auch kaputt. Ja, das weiß ich sehr gut. Also der ganz große hat jetzt wirklich schnell viel gebaut. Müssen wir denn sonst noch was machen? Zerstört die Autos. Nö, mehr müssen wir nicht machen. Ich muss zuerst etwas alles anvisieren. Kaputt, ich muss näher ran. Gut down. Ha.
62% Leute. Das ist so ein kleines Blümchen, was mich angreift. Komm, nehmen wir mal die Großen uns hier vor. Mal gucken, wie viel wir das schaffen. Schön explodiert. Das war's schon wieder. Auf geht's. Quest abgeben.